Wie reduzierst du, wenn Gefahrenvollzug ist, wie reduzierst du dein Risiko? Ja, das ist so ein bisschen wie ein Vogel, der an einem, der irgendwo sitzt und dann kommt ein komisches Geräusch. Dann guckt er auch nicht erstmal, was könnte das jetzt sein, sondern der fliegt einfach weg und guckt danach, was ist es. Und das musst du manchmal auch an der Börse machen. So. Ja, ich finde es schon ganz witzig. Denn ja, es geht immer wieder hoch her in der Börse. Und wie so, sagen wir mal, eingefleischte Profis oder Trader und so weiter mit 100.000 Followern und mehr letztendlich auch nicht wissen, warum und weshalb, sondern es passieren halt Dinge, man muss darauf reagieren, ja, beziehungsweise Stops nachziehen und so weiter. Ich verlinke euch hier unten wie immer die Quellenangabe. Long story short, es ist halt ab und zu, es ist halt aktuell wieder mal so eine Phase, wo begründet oder unbegründet es den Anschein hat, dass an der Börse ein bisschen Luft raus muss. Ja. Und wir sehen es ja auch hier wieder, hier, also quasi, wir waren jetzt schon über 16.000 am DAX und jetzt sind wir wieder runtergefallen. Ne? Und die Sache mit Corona und so weiter, ich glaube, das Wort darf man schon gar nicht mehr im Internet sagen, ist halt auch wieder eine Sache, wo man erstmal überhaupt nicht weiß, was ist da jetzt wirklich schlimm und was nicht und so weiter. Aber es wird halt sofort reagiert und wie auch Jens Rabe gesagt hat, also an diesem, wenn man ein bisschen, sobald man ein bisschen weniger Volumen drin war im Markt, sofort, ja. Und dann zufällig genau an dem Tag auch noch die Nachricht war mit Covid und so weiter. Ja, also es sind so ein paar bizarre Dinge, wo man fast meint, dass das irgendwie gesteuert ist. Aber auf der anderen Seite sagt er auch, das waren alles Algorithmen. Ja, aber die Algorithmen wurden ja auch wieder von jemandem quasi erzeugt und gesteuert. Also letztendlich, unterm Strich, ich denke, dass das Trading überhaupt keinen Sinn mehr macht. Ja. Einfach Sparpläne durchziehen, fertig. Ja, und sich aufs Business konzentrieren, aufs Geld verdienen. Bis dann. Meine Meinung.